Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurer Alpha-Wölfin. Heute bin ich ausnahmsweise wieder auf meinem Main drauf. Und zwar geht es darum, dass ich die nächste Miri-Quest freigeschaltet habe. Und die werden wir uns heute einmal anschauen. Ich habe einen Brief von meinem Vater bekommen. Wegen meiner Mutter Irene. Sie ist verschwunden. Sie hat die Angewohnheit, wie aus dem Nichts zu Abenteuern aufzubrechen und ist dann oft wochenlang fort. Aber Vater schreibt, sie habe sich schon eine Weile nicht mehr gemeldet. Er macht sich Sorgen. Eure Mutter ist eine Abenteurerin? Es liegt in der Familie. Nun, mütterlicherseits. Vater ist ein Hilalu-Händler, mit dem sie über Jahre hinweg eine Partnerschaft führte, bevor sie sesshaft wurde. Größtenteils zumindest. Sie hat schon alle möglichen seltenen Gegenstände für ihre Kunden beschafft. Aber mein Vater meinte, sie hätten gerade keine derartigen Aufträge gehabt. Habt ihr eine Ahnung, wo sie hin sein könnte? Mutter hat sicherlich vergessen, es zu erwähnen. Doch mein Vater sagte etwas über einen zornigen Brief von einem ihrer alten Kunden von der Magiergilde in Sturmfeste. Er behauptete, sie wäre von einem Auftrag zurückgetreten, nachdem sie sich schon hatte dafür bezahlen lassen. Würde es euch etwas ausmachen, wenn wir ihn besuchen? Natürlich nicht. Ich werde euch helfen, eure Mutter zu finden. Vaters Brief besagt, dass ein alter Kunde namens Myrtulivon für den ganzen Aufruhr gesorgt hat. Ein Mitglied der Magiergilde von Sturmfeste. Gehen wir nach Schattenfen. Mal sehen, welchen Ärger Mutter sich dieses Mal aufgehalst hat. Was denn jetzt, Schattenfen oder Sturmfeste? Ich nehme an, ihr müsstet eurer Mutter schon früher hinterherjagen. Ist das so offensichtlich? Wenn Mutter eine ihrer flüchtigen Launen hat, klärt sich das meistens von allein. Doch manchmal verstrickt sie sich so sehr darin, dass es zur Besessenheit wird. Bisweilen muss sie dann jemand wieder zur Vernunft bringen. Und das bin in aller Regel ich. Warum obliegt dies immer euch? Ich habe Mutters Hang zum Abenteuer und die Besonnenheit meines Vaters geerbt. Von daher bin ich die Einzige, die verrückt genug ist, ihr nachzusetzen und vernünftig genug, um sie wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen. Ich bin zudem die älteste Tochter. Deshalb ist es auch meine Pflicht gegenüber dem Haus. Habt ihr viele familiäre Verpflichtungen? Nicht allzu viele. Unsere Familie hat kaum Bedeutung. Daher dürfen wir ein Haufen impulsiver Schurken sein, der nur seinen eigenen Wünschen nachjagt. Wenn ich in eines der großen Häuser geboren worden wäre, wäre ich entweder eine Spielfigur bei dessen Intrigen oder eine Enttäuschung. Wie Vater. Euer Vater ist eine Enttäuschung? Er ist der siebte Sohn eines siebten Sohns des Hauses Hilalu. Daher sprach nicht allzu viel für ihn, solange er nicht bereit war, seine Geschwister auszustechen. Doch dafür ist Vaters Herz viel zu groß. Daher heiratete er in unser kleines Haus ein, und das aus einem so wenig gewinnträchtigen Grund wie der Liebe. Wart ihr schon einmal in Sturmfeste? Wir lebten dort ein paar schöne Jahre, als ich klein war. Es war aber manchmal auch unangenehm. Argonia trauen Dunkelelfen nicht. Und das aus gutem Grund. Ich sage mir gern, dass meine Eltern gezeigt haben, dass es auch anders gehen kann. Aber nicht jeder hat sich mit uns angefreundet. Warum sollten Argonia Dunkelelfen nicht trauen? Ich bin überrascht, dass ihr fragen müsst. Morrowind hatte den größten Sklavenmarkt Tamriels, bevor der Ebenherzpakt die Sklaverei abschaffte. Die Leute, die am meisten leiden mussten, waren die zerstrittenen argonischen Stämme in Schwarzmarsch. Hat eure Familie Sklaven gehalten? Nein, meine Eltern hielten davon nichts. Ich hatte sogar einen Vetter, der in die Knechtschaft gezwungen wurde. Und sie haben dann meinem Onkel geholfen, ihn zu befreien. Trotz großer Risiken für sie selbst. Doch unsere Ahnen, dazu kann ich nichts sagen. Das wäre ein guter Augenblick, um damit anzufangen, neues Vertrauen aufzubauen. Das sollte ich wirklich auf meine Liste setzen. Ich habe mein Leben damit verbracht, allerlei obskure Geschichten zu durchwühlen und nie wirklich daran gedacht, meine eigenen nachzugehen. Irgendwie peinlich. Das wird allerdings warten müssen, bis wir meine Mutter aufgespürt haben. Ja, dann werden wir das jetzt mal tun. Reis zur Magiergilde in Sturmfeste. Was war das jetzt? Schattenfen, hat sie gesagt, ne? Genau. So.
Ach so, die Magiergilde, genau, die war hier gleich links. Ich habe es gerade erfahren. Da. Hallöchen. Dieser Hochelf passt zu Metulivons Beschreibung. Fragt ihn, ob er Irene Irlendis gesehen hat. Ich sollte mich mal... Kenne ich euch? Sorry. Ich glaube nicht, dass ich das tue. Habt ihr in letzter Zeit Irene Irlendis getroffen? Ha. Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Doch, wenn ihr es unbedingt wissen müsst, so darf ich euch verraten, dass ich dieser skrupellosen Dunkelelfin tatsächlich über den Weg lief. Und darunter zu leiden hatte. Was für ein Interesse habt ihr an Irene? Vermutlich hat sie euch auch betrogen. Sie hat euch betrogen? Sie kam auf der Suche nach Informationen zu mir. Und angesichts der langen Zeit, die wir uns kennen, habe ich ihr etwas anvertraut, da sie versicherte, mir im Gegenzug einen kleinen Gefallen zu tun. Stattdessen lief sie weg und hielt mich zum Narren. Niemand hält mich zum Narren. Ich muss Irene unbedingt finden. Und ich brauche unbedingt das antike Tintenfass, das sie versprochen hatte zu besorgen. Ich werde euch sagen, was ich Irene gesagt habe. Doch erst, sobald mir mein Tintenfass zurückgebracht wurde. Und keinen Augenblick früher. Ich lasse meine Gutgläubigkeit nicht noch einmal ausnutzen. Nun gut, wir sind im Geschäft. Mein Tintenfass ist derzeit im Besitz einer Bankierin. Aufgrund der unvorsichtigen Teilnahme an einem Kartenspiel. Man scheint es zu genießen, mich mit meiner Niederlage zu drangsalieren, weshalb man sich weigert, das Tintenfass selbst gegen einen guten Preis wiederherzugeben. Ich will es zurück, ganz gleich wie. Warum ist dieses Tintenfass euch denn so viel Ärger wert? Es ist einzigartig. Das erste Werk des derzeitigen Sapiarchen von Gestalt und Form, als er noch ein Schüler war. Unersetzlich. Ich hätte nie gedacht, dass eine Argonierin mich beim Kartenspielen schlagen könnte. Doch die Bankierin konnte besser mit Zahlen umgehen, als ich erwartet hatte. Wenn es euch so wichtig ist, warum habt ihr es dann verwettet? Das habe ich nicht. Man hat mir nur so die Hosen ausgezogen, dass ich einen Pfand brauchte. Unterwurzeln muss gewusst haben, was für ein einzigartiger Schatz das ist. Da sie es nun in den gierigen Krallen hat, wird sie es nie mehr loslassen. Zumindest nicht freiwillig. Okay. Ich habe den Großteil davon mitbekommen. Dieser Sevit wollte wirklich, dass meine Mutter eine Bank ausraubt? Ich bin froh, dass sie noch vernünftig genug war, um das nicht durchzuziehen. Es sei denn, der Grund, warum wir nichts von ihr gehört haben, ist der, dass sie im Gefängnis ist. Nein, nein, das würde sie nicht tun. Ihr klingt nicht ganz sicher. Ich meine, Abenteuer können ein schmutziges Geschäft sein. Meine Familie ist manchmal nur ein Haufen nichtsnutziger Grabräuber, je nachdem, wen man fragt. Doch es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Durchwühlen alter Ruinen und einem richtigen Diebstahl. Meint ihr, sie könnte im Gefängnis sein? Nein, wenn dies der Fall wäre, hätte sie Vater schon geschrieben, damit er ihr Kopfgold bezahlt. Und auch wenn er sie eigentlich dort versauern lassen sollte, bis sie ihre Lektion gelernt hat, ist er dafür doch viel zu weich. Sie ist wahrscheinlich weggelaufen, wie Mertulivon meinte. Deshalb müssen jetzt wir beide uns die Hände schmutzig machen. Vielleicht nicht. Uns wird schon etwas einfallen. Lasst es uns hoffen. Aber wenn wir am Ende doch Gesetze brechen müssen, könnte ich mir eine schlechtere Partnerin vorstellen. Ihr seid eine gute Freundin. Sehen wir in der Bank vorbei. Ich fasse es nicht, dass ich einen Bankraub für meine verflixte Mutter begehen muss. Deshalb nimmt niemand unser Haus ernst. Oha, ich glaube, da wäre ich dann aber auch sauer. Eieiei, okay. Das antike Tintenfass müssen wir finden. Die Bank, die war ungefähr da, wo wir reingekommen sind, glaube ich. Okay, nicht ganz, sondern gegenüber, aber ist auch okay. Hier. Mal schauen, was die gute Dame sagt. Oder wo die gute Dame ist. Natürlich.
Nur zwei Leute, die die Dekorationen bestaunen. Platz doch gern herein. Es ist ja nicht so, als das würde ich so arbeiten. Das ist so eine hübsche Bank, oder? Was für ein erlesener Geschmack. Ja. Das ist ein privates Amtszimmer. Nun, so privat wie ein Amtszimmer ohne Tür oder Mauern sein kann, in das kaum ein Schreibtisch passt. Ich habe früher in einer sehr viel größeren Bank gearbeitet. Ich bewundere nur das Dekor. Natürlich tut ihr das. Lasst mich raten. Mertulivon versucht noch immer, sein antikes Tintenfass zurückzubekommen. Ich schwöre es, seit Unterwurzeln dieses verfluchte Ding gewonnen hat, macht es nichts als Ärger. Ich schätze, es bietet eine schöne Abwechslung von der ganzen Langeweile. Ich habe gehört, Gold bietet eine schöne Abwechslung. Vielleicht könntet ihr eures woanders zählen? Nicht gerade ein Goldregen, aber ich schätze, ich nehme mir ein, zwei Augenblicke Zeit, um mein Hauptbuch auf den neuesten Stand zu bringen. Ich bin mir sicher, ihr findet allein raus. Wir werden euch nicht aufhalten. Ich bin dann mal hier drüben und zähle mein Gold. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, weil irgendwie... Wir klauen direkt mal ein bisschen mehr. Das ist ein Bücherregal. Das ich wusste gar nicht, dass ihr an so etwas Interesse habt. Ich habe auch noch was anderes Interesse. Okay. Dann können wir jetzt gehen, Miri. Verstanden? Dachchen. Wir gehen lieber, bevor wir in Schwierigkeiten geraten. Ja, ja. Ja, das war auf jeden Fall jetzt sehr viel kostengünstiger, als ich dachte. Ich hatte schon gedacht, dass ich jetzt da Kopfgeld bekomme oder so. Es kann natürlich sein, dass man es auch so hätte klauen können. Das weiß ich nicht, weil da stand ja die ganze Zeit nur leer. Und ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass es auf das Tintenfass bezogen war. Hab dann aber später gemerkt, dass das komplett woanders gelootet wird, als, naja, es gestanden hat. Wage ich es, die Frage zu stellen? Ist die Tat getan? Wird mir mein kleiner Schatz endlich zurückgebracht? Hier ist euer Tintenfass. Ist es wirklich so wertvoll? Habt ihr eine Ahnung, wie selten es ist, dass eine derart hässliche Schöpfung auf Sommersend überlebt? Ganz zu schweigen von einer, die von der obersten Autorität in Sachen Bildhauerei geschaffen wurde. Ich hatte sogar noch die vergebene Note für die ursprüngliche Aufgabe. Noch zufriedenstellend. Das ist unbezahlbar. Genau. Also, erzählt mir von euren Treffen mit Irene Elendis. Wenigstens wusste Irene Raritäten zu schätzen. Ich hatte sie entsandt, um eine andere Antiquitätenjägerin zu treffen, die eine Entdeckung in Steinfälle gemacht hatte, von der ich ausging, dass sie Irene interessieren dürfte. Über Gebühr interessieren sogar. Wen habt ihr entsandt, um sie zu treffen? Edwilda Steinlauerin. Sie hatte angefragt, ob ich an einem Dwemer-Relikt interessiert sein könnte. War ich nicht. Doch ich wusste, dass Irene ein ungesundes Interesse an ihnen aufweist. Sie lagerte bei Dampfquell, als ich das letzte Mal von ihr hörte. Mehr kann ich euch nicht sagen. Von daher wären unsere Geschäfte abgeschlossen. So, so. Also müssen wir zum Lager reisen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo das Lager ist. Aber ich gehe mal stark davon aus, ob wir hier einen Schatten finden. So. Oh, nee, Steinfälle, was rede ich denn hier? Okay, dann würde ich sagen, reise ich mal eben zu diesem Punkt hin und wir sehen uns dann gleich wieder. So, hier sollte das Lager sein. Auf jeden Fall ist hier ein schwerer Sack. Nehmen wir mal direkt mit. Okay. Wahrscheinlich ist es dann doch eher oben drüber, nehme ich mal an. Gehen wir nochmal raus. Ach komm, lauf, Mann. Ist das Edwilda? Jemand hat sie getötet. Lasst uns das Lager durchsuchen. Ach so,
Ich wollte gerade sagen, wo ist sie denn? Aber die liegt unter dem Viech drunter, okay. Mutters Schal! Liam hat ihn ihr zum letzten Neujahr geschenkt, als sie sich für den Schneebärensprung nach Himmelsrand aufmachte. Sie hätte ihn nie zurückgelassen. Hat Ed Wilder etwas Hilfreiches aufgeschrieben? Das weiß ich nicht. Moment. So, halte mich wohl besser eine Weile von Rift fern. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Ich werde mal schauen, was Miri dazu zu sagen hat. Verflucht, erbärmliches Loch. Banditen, okay. Mutter war auf jeden Fall hier. Sie hat es sicher eilig gehabt, wenn sie diesen Schal zurückließ. Hat Ed Wilder einen Hinweis darauf niedergeschrieben, wohin meine Mutter sein könnte? Es sieht aus, als hätte Ed Wilder versucht, eure Mutter Fehlinformationen über eine Rätselkiste unterzuschieben. Oh, nicht schon wieder dieses vermaledeite Ding. Mutter! Sie jagt Großvaters Dwemer Rätselkiste schon seit Jahrzehnten nach. Doch seit der alte Meer sich unseren Ahnen im Grabmal angeschlossen hat, ist es eine Besessenheit geworden. Sagt mir nicht, dass sie sich deswegen gestritten haben. Ed Wilder hatte vor, Irenni zur Armatur der inneren See zu schicken, die voller Banditen ist. Toll. Einfach toll. Also traf die zwielichtige Nord meine Mutter hier draußen und wurde dann von Banditen übermannt? Das erklärt, was Ed Wilder zugestoßen ist. Doch Mutter ist, Fick sei Dank, nicht hier. Aber wenn sie entkommen wäre, hätten wir von ihr gehört, oder? Sie müssen sie gefangen genommen haben. Dann lasst uns zur Armatur der Inneren See reisen und nach ihr suchen. Ich war noch nie in der Armatur der Inneren See. Doch sie kann nicht weit von Ed Wilders Lager sein. Bei den drei. Hoffentlich ist Mutter wohlauf. Ja, da hinten sehe ich es schon. Ich weiß nicht genau, ob es oben ist. Scheint unten zu sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, was ich jetzt hier mache. Tiefer, ja. Nehmen wir aber trotzdem mal kurz das Robitin-Erz mit. Okay, ich verstehe. Das ist der Eingang zur Höhle. Dieser Höhle. Das sieht vielversprechend aus. Okay. Einmal rechts, links. Einmal. Gerade noch sagen, da schmuggeln wir uns dran vorbei. Hinfahrt mit euch, Sivit! Wir uns nicht dran vorbeischmuggeln. Ja, Miri, keine Panik. Sucht nach Irenni. Da ist eine Kiste. Die brauchen wir auch. Auf die Seite! Oh, komm, geh hin. Na, vielleicht hätte sie eine Kiste sein können. Man weiß es nicht. Nein, hier hinten in der Ecke ist sie. Miri? Sie ist Miri? Gemütlich essen am Machen. Bin ich froh, euch zu sehen, Skrip. Ach so, nee, sie ist an diesen Ketten. Mutter, habt ihr irgendeine vermaledeite Idee, wie besorgt? Wartet, kocht ihr etwa? Achtet nicht auf Miri. Sie ähnelt zu sehr ihrem Vater. Ich konnte es kaum erwarten, die Person zu treffen, mit der meine Tochter auf Abenteuer auszieht. Doch ich hatte nicht gedacht, dass ich beim ersten Treffen wie eine gewöhnliche Verbrecherin in Ketten liegen würde. Wie seid ihr in diese Lage hineingeraten? Ich verhandelte über eine Spur mit einem Kontakt, mit dem ich mich draußen im Dampfquell traf. Und das Gespräch wurde ein wenig hitzig. Die Gute wollte mir einen Bären aufbinden. Das merkte ich. Wir müssen wohl die Aufmerksamkeit dieser nichtsnutzigen Sivits erregt haben. Sie versuchten, uns auszurauben. Ist Ed Wilder dabei umgekommen? Sie wollte fliehen und sie haben sie getötet, ohne lange darüber nachzudenken. Ich dachte mir, ich versuche es lieber mit einem anderen Ansatz. Ich bot ihnen an, ihre Köchin zu werden, wenn sie mein Leben verschonen. Zum Glück sind sie nicht wählerisch. Mir gingen so langsam die Rezepte aus. Wir sollten hier wohl lieber nicht bleiben.
Nein, ich schätze nicht. Es wird nicht lang dauern, bevor einen dieser Narren die Langeweile oder der Hunger packt und er hier ankommt, um sich etwas aus der Speisekammer zu holen. Ihr habt gut auf Miri geachtet. Ich folge daher gerne eurer Führung. Aber glaubt nicht, dass wir nicht noch zu reden hätten. Dann los. Können wir jetzt bitte einfach von hier verschwinden? Ja, ich soll sie in Sicherheit bringen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das reicht, wenn wir rauslaufen. Puh, jetzt bin ich aufgewärmt. Ja, ein bisschen laufen musst du noch, Miri. So. Gleich geschafft. Meint nicht, ihr wärt aus dem Schneider, nur weil wir den Banditen entkommen sind. Was habt ihr euch bloß gedacht? Oh, nun kommt, Miri. Ich habe so etwas schon gemacht, bevor ihr überhaupt Windeln trugt. Und ihr werdet nicht jünger. Wir hätten Liam fast verloren und ihr hättet den hier fast verloren. Würdet ihr ihn gegen diese blöde Rätselkiste eintauschen? Liams Schal? Miri, es tut mir leid, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Es ist nur... Ich gebe es auf. Wir lieben euch, Mutter. Wir sind eure Familie. Geht nach Hause. Eieiei. Kannst du mal stehen bleiben? Hallo? Bleibst du mal stehen? Tja, nun fühle ich mich töricht. Ich habe euch allen Sorgen bereitet, euch in diesen Schlamassel hineingezogen. Verzeiht, dass ich ein vermaledeiter Sewitt bin, wie meine Tochter es ausdrücken würde. Bedeutet das, ihr werdet nicht einfach mehr aus einer Laune heraus davonlaufen? Vielleicht ist es Zeit, meinen Abenteurerinnen-Rucksack an den Nagel zu hängen und es mir mit meinem Schwarzseher von einem Gatten gemütlich zu machen. Ich hasse es einfach nur, Dinge nicht zu Ende zu bringen. Warum ist euch diese Rätselkiste so wichtig? Sie war der kostbarste Besitz meines Vaters. Er brachte Jahrzehnte damit zu, ihre Geheimnisse zu enträtseln, bis sie ihm gestohlen wurde. Danach verbrachte er den Rest seines Lebens mit dem Versuch, sie zurückzubekommen. Nach seinem Tod ging es mir ähnlich. Ich dachte, das würde ihn endlich glücklich machen. Okay. Ich weiß, es mag hart klingen, aber Mutter ist dem schon so oft nachgejagt, dass ich nicht mehr weiß, wie oft. Sie verspricht, das Ganze aufzugeben. Doch dann erfährt sie von einer neuen Fährte bezüglich dieser verdammten Kiste und schon rast sie davon wie ein Renguar. Wenigstens ist sie wohl auf. Dieses Mal. Der Tod war das Einzige, was meinen Großvater davon abhalten konnte, dieser dummen Kiste nachzujagen. Ich will nicht, dass ihr das Gleiche widerfährt. Man kann sein Leben nicht andauernd aufs Spiel setzen. Meint ihr, sie wird diesmal wirklich aufgeben? Ich hoffe es. Wahrscheinlich nicht. Doch ich habe ihr genug Schuldgefühle aufgebürdet, damit sie sich zumindest eine kleine Weile zurückhalten wird. Entschuldigt jedenfalls, dass ihr in mein Familiendrama hineingezogen wurdet. Sollten wir sicherstellen, dass eure Mutter heil nach Hause kommt? Macht ihr Witze? Wenn ich euch nicht hier wegbringe, wird sie euch nötigen, die komplette entfernte Verwandtschaft kennenzulernen. Da wir uns wacht, ist gleich ein Stück die Straße hinunter. Von dort findet sie allein nach Hause. Habt Dank, dass ihr all dies erduldet habt. Ich mache das wieder gut. Ja, und wir haben den sorgfältig gefalteten Umschlag bekommen. Dieser Umschlag erhält ein paar Schatzkarten, von denen Miri meinte, dass wir euch gefallen könnten. Wollt ihr über etwas reden? Nein, möchte ich nicht. Außer vielleicht noch darüber, dass ich leider damit diese Folge erstmal beenden muss. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.